Es geht in die Verlängerung. ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger, der nach einer Operation am Sprunggelenk am Samstag beim 2:1 gegen Wolfsburg sein Comeback feierte, verlängert per Option seinen Vertrag bis Juni 2021. Natürlich, ich denke, das war dann letztendlich nur Formsache. Wir haben ein super Gespräch geführt, da haben uns beide Seiten dazu entschlossen, dass es der richtige Weg ist, den weiterzugehen zusammen. Und ja, wir haben letztes Jahr viel Positives erlebt und heuer auch schon. Und deswegen, ich fühle mich brutal wohl hier und ich möchte den Weg weitergehen. Doch was macht Augsburg für Hinteregger so besonders? FCA, da geht es Fans, die Stadt, alles ist eins. Wir Spieler, wir stehen alle hinter dem Verein und schauen, dass der Verein noch lange, lange in der Bundesliga spielt und auch vielleicht mal darüber hinaus international. Und auf den arbeiten wir alle hin. Und also ich habe mich sofort heimisch gefühlt, was einen riesen Grund natürlich hat, dass die Stadt unglaublich cool ist. Außen herum, das ganze Land. Ja, Bayern ist super, Augsburg top und die Fans und alle, die was im Stadion sind, die ist eine unglaubliche Unterstützung, Spiel für Spiel. Und wir wollen das zurückgeben und deswegen finde ich es brutal klasse hier. Mit Kevin Danzo, Georg Teigl und Michael Gregoritsch sind noch drei weitere rot-weiß-rote Kicker bei den Augsburgern dabei. Für Hinteregger ein Vorteil. Auch am Anfang ist es natürlich ein Riesenvorteil gewesen, dass der Teigl hier war. Aber mittlerweile, ich fühle mich schon so heimisch. Die ganze Mannschaft sind meine Freunde. Wir sind einfach eine geschlossene Gesellschaft, sage ich mal so. Und wir sind wirklich alle untereinander. Egal von wo du jetzt kommst, wir fühlen uns unheimlich wohl miteinander und sehr verbunden mit den Fans, mit der Stadt. Und das hat es natürlich am Anfang einfacher gemacht, aber mittlerweile finde ich es auch noch cool, dass alle hier sind. Aber die ganze Mannschaft sind schon meine Kumpels. Der 27-fache Nationalspieler Hinteregger kommt im Sommer 2016 für 10 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum deutschen Bundesligisten. Nach wie vor Rekord für den Club. Seitdem kommt der Verteidiger in 42 Pflichtspielen für das Team von Trainer Manuel Baum zum Einsatz. Dabei gelingen ihm drei Treffer.